Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal 300 Blackout Gaming. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, denn ja, hier geht jetzt die Kampagne weiter, also meine Serie Let's Play Destiny 2 Kampagne. Wie ihr seht, habe ich mir jetzt mal hier die fehlenden Teile von dem Wildholz, von der Wildholzrüstung geholt, bis auf die Arme. Da fand ich die hier einfach schöner als die von dem Wildholzrüstungsset. Und ja, es hat sich also ein bisschen was äußerlich an meinem Charakter getan. So gefällt er mir aber richtig gut. Und ja, der haut auch schon ganz gut rein jetzt. Okay, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Und zwar kommt jetzt diese Mission, und zwar ungebrochen. Versunkene Inseln, europäische Todeszone. Finde Thomas, den Ungebrochenen, und hol dir seine Schlüsselcodes, was auch immer dafür nötig ist. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass er uns die nicht freiwillig gibt. Deswegen werden wir uns die holen müssen. Und dann, ja, geht's los. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was sich da so ergibt beim Thumos, wie auch immer. Ja, ja, hier schießt schon wieder alles auf mich. Ja, wir müssen ja hier in das Schiff rein und müssen dann die Schlüsselcodes klauen, um an Bord seines Raumschiffes hoch in den ins Weltall zu fliegen, Richtung Sonne, um die Allmacht zu zerstören oder jedenfalls auszuschalten. Weil das Ding ja, das ist so eine riesen Raumstation und die ist im Begriff, unsere Sonne zu zerstören, was auch unweigerlich die Erde zerstören würde. Und ja, deswegen müssen wir das Ding einfach neutralisieren. Alles klar, wir sind im Träger. Gut, euer Ziel ist Thumos, der Ungebrochene. Er ist einer von Goals Auserwählten. Die Codes für sein Schiff sind das Ticket zur Allmacht. Hawthorne hat eine unschöne Begegnung mit ihm, als wir unterwegs waren. Sie werden nicht umsonst die Blutwache genannt. Ich würde dir ja raten, vorsichtig zu sein, aber das hat meinem letzten Team auch nicht geholfen. Finde das Kommandodeck, dann findest du auch Thumos, den Ungebrochenen. Du wirst ihn zum Gebrochenen machen. Ja, genau. Ich werde ihn brechen. Wird nicht gesnipert. Ich darf das. So, ja, das ist ein ganz schön fettes Schiff, muss ich schon sagen. Hier. Oh Mann, und ein Haufen Feinde. Ach du großer Himmel. Mal gucken, ob die passt. Ah, bisschen kurz. Ja genau, Hund, lauf rein da. Voller Elan. Oh, das Gewehr ist aber echt himmlisch. Selbst auf die Entfernung Headshots hier. Bam! 330. So. Wo ist denn eigentlich hin? Da hoch. Mhm. Panzer haben wir auch hier. Gib mir doch so ein Ding. Der kann hier alles hacken. Warum kann er keinen Panzer hacken? So, haben wir jetzt alle Hunde? Nein, da ist noch einer. Ja, Kriegsbiest heißt das. Ja, das sind ja keine Hunde. Was erzähle ich hier nur? So. Die haben Schilde. Dann müssen wir erstmal hier mit das Schild wegballern. Und jetzt gibt's Nahkampf. Komm her. Zack. Und noch einer. Und noch einer. Ja. So, du auch noch. Ja, noch einer. So, und jetzt machen wir mit euch direkt weiter. Komm her. So. Die Brücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Mhm. Warum schießen, wenn man auch boxen kann? Da.
Okay, ich habe die Karte. Lass uns Tumus finden. Na, keine Gegner? Oh, jetzt muss ich wohl hier hoch. Versuch einfach auf das Schiff zu kommen. Das haben die schon tausendmal gemacht. Ja, ja. Sei vorsichtig da draußen. Das Team, das ich an Tumos verloren habe, war gut. Einige meiner besten Leute. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Ey, unser Licht ist doch überhaupt nicht aus. Ach doch, ja doch, von K6, ja, da ist das Licht aus. Da war es noch nie an. Ja, okay, boah, Mann, ich habe das Spiel eben wieder angemacht hier. Ich sage euch, die Steuerung ist ein Traum. Also, das ist echt hier an dem Spiel. Ich kann es nur in höchsten Tönen loben. Wir haben gestern Abend nochmal PUBG gespielt. Und also die Steuerung da ist ja eine Katastrophe hiergegen. Ey, wenn man jetzt hier die ganze Zeit das Spiel hier spielt und macht dann PUBG an. Also Leute. Da kann man sich echt mal ein Beispiel dran nehmen an Destiny 2 hier. Das ist echt der Wahnsinn, wie eine Steuerung aussehen sollte. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Das will ich doch schwer haben. So. Erstmal eine Handgranate da rein. Aua. Wird nicht gesnipert, habe ich gesagt. Ja. Komm her. Soll ich wieder boxen? Komm her. So, du auch. Und du auch noch. So. Ah, das Gerät ist echt geil. Hier, Midas Multitool. Gutes Gewehr. Der hat wieder ein Schild, das müssen wir gleich erstmal mit der Energiewaffe runterschießen. Aber vorher war jetzt erstmal hier die anderen alle weg. Haha, war schneller. So, hier darf man nicht mit dem Fuß reinkommen. Ich glaube, der ist ab. Okay, ja, Kollege, ich komme. Und, ah, hat er sich schon wieder versteckt. Na warte, ich box dir ins Gesicht. Iri! Oh, ja, wie hat er mich weggeschmissen? Na komm her, der kriegt sie jetzt mit dem Schwert. Ja, das Schwert ist echt auch geil hier. Also gerade im Nahkampf hier gegen solche Bossgegner und so, kurzer Prozess, geil. Okay, wo geht's lang? Da. Wir sind fast beim Hangar. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Die Gegner und ich box auch alles andere. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Ich komme wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar rote Untiere abschütteln. Untiere? Oh, da hinten sind zwei Bossgegner. Ja. Der will eine geboxt haben, der auch. Und der auch noch. So. Jetzt will ich mal hier hochgehen. Dann wollen wir mal da vorne mit dem Schwert mal nachgucken, nämlich, oder? Ja, komm. Schauen wir mal. Hahaha.
schon stylisch hier mit dem Schwert hier darum hacken. Ja, sieht auch cool aus hier. Ninja. So, hier geht die Tür auf. Eine große Tür. Hat da jemand um Unterstützung gebeten? Haha, lauf dir, Nashörner! Nashörner! Oh, Level up! Yippie! Oh ja, da fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht auch nochmal so ein XP-Token reinschmeißen, dann geht's noch schneller. Ihr solltet die Tür abschließen, wenn ihr keinen Besuch von mir wollt! Jo, also die Scout-Gewehre hier, gerade hier Singleplayer-Kampagne ist das ja echt der Hammer. Und die sind natürlich auch so im Multiplayer sehr zu gebrauchen. Eigentlich wirklich hier meine Lieblingswaffen in dem Spiel. Wieder Fratzengeballer, habe ich so das Gefühl. Nummer 1 und Nummer 2. Alles klar, Hüter. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumos für uns. Oh, danke, Holiday. Danke. Jetzt verpiss dich. Lass mir die Gegner hier. Ich will selber töten. Hallo! Ja, komm, komm, komm. Nicht getroffen. Du hattest deine Chance. Du auch. So. Ah, da vorne haben wir wieder einen starken. Das ist wieder eine Angelegenheit fürs Schwert. Ja, das Geile ist halt echt, diese Bossgegner lassen dann auch direkt Superwaffenmunition fallen. Das heißt hier, die geht überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, ich krieg immer mehr. 27 Ladungen habe ich jetzt für das Schwert. So, oh, das sieht. Hier gibt's einen Bosskampf, nehme ich an. Ja, wen haben wir denn da? So, den anderen werde ich mir gleich mal mit dem Schwert vornehmen. Und wo ist jetzt, wurde jetzt? Hat den die Granate erwischt? Ja, sieht ganz gut aus. Wollen wir mal gucken, was der Tumor so kann. Mein Super habe ich ja auch noch. Komm, jetzt wieder kaputt gesupert. Ach, guck mal. Wir haben die Codes und Tumos ist erledigt. Das war's schon. Abgehakt und abgehakt. Exzellente Arbeit. Jetzt auf zur Basis. Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht. Wir zählen auf dich. Das war saubere Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten. Tumos ist endgültig erledigt. Ja, gern geschehen. War schön. So, da sind wir wieder hier draußen. Wo ginge es jetzt weiter? Oh, ja, ja, neue. Ein Haufen neue Abenteuer. Die werde ich dann auch irgendwann mal alle machen. Ja, hier geht dann die nächste Mission weiter: Diebstahl. Hier werden wir dann wohl. Drehen die Basis der Rotlegion ein und stiehlt die persönliche Fähre von Tumos, dem nicht länger ungebrochenen. Ja, erbrochenes. Okay, ja, aber das lassen wir dann jetzt erstmal für heute gut sein. Die Mission kommt dann im nächsten Video. Hier will mich doch schon wieder irgendwas. Irgendwas will mich doch hier ständig töten. Da muss ich erstmal wieder Platz machen rund um mich rum.
So. So. Darf ich jetzt mal kurz etwas sagen noch hier? Ja. Also, wie gesagt, die Mission gehen wir dann im nächsten Video an. Für heute war's das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage tschüss, bis nächstes Mal. Macht's gut.